Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und ich stelle Ihnen den Schwerpunktbereich 9 Privates Wirtschaftsrecht vor. Was ist das private Wirtschaftsrecht? Nun, in diesem Schwerpunkt werden Sie im Wesentlichen drei Gebiete behandeln. Zunächst mal das Recht des geistigen Eigentums, also das Recht der Designs, der Patente und der Marken, das Recht der kreativen Inhalte. Das behandeln wir in einer Vorlesung gewerblicher Rechtsschutz und in einer weiteren Vorlesung Urheberrecht. Daneben geht es um das Kartellrecht. Das Kartellrecht behandelt wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise oder Lieferbedingungen und den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen, etwa bei Facebook, Google und Co. Dazu gibt es eine Veranstaltung Praxis des Kartellrechts mit Frau Dr. Linzmeier von Gleis Lutz aus München, sodass Sie direkt die Insider-Informationen aus der kartellrechtlichen Praxis kennenlernen. Schließlich behandeln wir das Lauterkeitsrecht, insbesondere das Werberecht. Dabei geht es um irreführende Werbung, aber auch um Zwangsmaßnahmen, die Sie zu Vertragsabschlüssen zwingen sollen, auch sogenannte Dark Patterns, in denen Sie durch bestimmte Benutzerführungen verleitet werden, Bestätigungen zu erteilen, die Sie gar nicht wollen. Auch hier gibt es eine ergänzende Praxisveranstaltung zu den wirtschaftsrechtlichen Verfahren. Zweite Frage ist, warum sollten Sie diesen Schwerpunktbereich belegen? Dafür spricht zunächst, dass es ein Schwerpunktbereich ist, mit dem Sie in Ihrem Bekanntenkreis angeben können. Jeden Tag finden Sie in der Presse Berichte zum Wirtschaftsrecht und Sie können dann professionell mitkommentieren. Darüber hinaus ist es ein Schwerpunktbereich, in dem es um viel Geld geht. Egal, ob Sie hinterher Anwalt werden oder in Unternehmen gehen, das, was Sie hier lernen, ist auf jeden Fall für Ihre Karriere wichtig. Aber das Ganze macht auch Spaß. Die Themen sind durchaus skurril. Wenn Sie wissen wollen, was der Unterschied zwischen Legegegacker und Konversationsgegacker von Hühnern ist, sind Sie in diesem Schwerpunkt richtig. Darüber hinaus ist auch das Lernen komfortabel. Sie können nämlich die gesamten Vorlesungen als Aufzeichnung abrufen. Zudem gibt es Skripten und weitere Unterlagen in ILIAS. Last but not least ist der Notendurchschnitt durchaus solide. Das heißt, wer diesen Schwerpunkt belegt, muss keine Angst haben, durchzufallen oder mit einer extrem schlechten Note abzuschneiden. Wer gut in der Zwischenprüfung ist, ist hier auch gut im Schwerpunkt. Warum sollten Sie den Schwerpunkt nicht belegen? Dafür spricht im Wesentlichen ein Grund. Es gibt nämlich in diesem Schwerpunkt fast ausschließlich einen Dozenten und das bin ich. Wenn Sie mich nicht leiden können, sind Sie hier am falschen Platz, denn ohne mich ist dieser Schwerpunkt schlicht nicht zu bestehen. Wie ist nun dieser Schwerpunktbereich aufgebaut? Er besteht aus 12 Semesterwochenstunden, die sich auf 2 Semester verteilen. Idealerweise beginnen Sie im Wintersemester. Dort lernen Sie gewerblichen Rechtsschutz mit 2 Semesterwochenstunden, das sind 90 Minuten pro Woche, und Lauterkeitsrecht, ebenfalls 2 Semesterwochenstunden, das heißt 90 Minuten. Beide Vorlesungen biete ich persönlich an, das heißt, hier erleben Sie mich. In der vorlesungsfreien Zeit zwischen Wintersemester und Sommersemester, das heißt im Zeitraum zwischen Februar und April, sollten Sie Ihre Seminararbeit schreiben. Die Vorträge zum Seminar folgen dann im Sommersemester, die Hauptarbeit ist aber das Schreiben und das geschieht in den Semesterferien. Im Sommersemester haben Sie dann die Vorlesung Kartellrecht, wo es eben um die verbotenen Absprachen und den Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung geht, und die Vorlesung Urheberrecht, wo es um die kreativen Schöpfungen wie Musik, Bücher, Filme und so weiter geht. Beide Vorlesungen sind wiederum bei mir. Hier gibt es aber nun auch zwei Praxisveranstaltungen. Zum Kartellrecht, wie gesagt, Frau Dr. Linzmeier von Gleis Lutz mit einer Veranstaltung zur Kartellrechtspraxis und ergänzend zum gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und Lauterkeitsrecht eine Vorlesung zu den wirtschaftsrechtlichen Verfahren, beide von erfahrenen Praktikern,
also ausnahmsweise nicht bei mir. Am Ende des Sommersemesters machen Sie dann Ihre mündliche Prüfung. Behandelt wird nur dasjenige, was bis zum Prüfungstermin in den Vorlesungen dran war. Es kann aber der Stoff aus jeder dieser Veranstaltungen behandelt werden. Wenn Sie den Schwerpunktbereich 9 wählen, gibt es natürlich Alternativen. Und diese Alternativen sind der Schwerpunktbereich 10, das öffentliche und private Wirtschaftsrecht, der Schwerpunktbereich 24, die Digitalwirtschaft und der Schwerpunktbereich 25, das Kunstrecht. Im Schwerpunktbereich 10 fallen die Veranstaltungen gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht sowie alle Veranstaltungen mit Praktikern weg. Stattdessen kriegen Sie Veranstaltungen zum Wirtschafts-, Verwaltungs- und Vergaberecht. Im Schwerpunktbereich 24 fallen die Vorlesungen zum gewerblichen Rechtsschutz und die Praxisveranstaltungen weg. Erhalten bleibt immerhin das Urheberrecht. Dafür bekommen Sie aber Veranstaltungen zum Internetrecht, zum Datenrecht und zum Datenschutzrecht. Im Schwerpunkt 24 fallen die Vorlesungen zum Kartellrecht und UWG weg. Der gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht bleiben hingegen erhalten. Ebenfalls weg fallen allerdings die Praxisveranstaltungen. Stattdessen haben Sie neue Veranstaltungen zum Kunst- und Medienrecht. Um zu sehen, wie dieser Schwerpunkt abläuft, ist es am einfachsten, wenn Sie sich in ELIAS anmelden. Klicken Sie einfach auf den Link und schauen Sie sich die Kurse an. Dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Viel Erfolg im Schwerpunkt!